Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, erstmal ein paar Sachen kaputt machen. Taka-Ebene. Das Wiederbeleben des Wächtersprossings hat die Natur in diesem Gebiet wiederhergestellt. Ja, wir haben die Taka-Ebene in der letzten Folge erreicht. Diese schöne Ebene hier. Hey. Haben auch hier gleich da oben den Wächtersprössling wiederbelebt und können uns jetzt hier in Ruhe umschauen. So wie es aussieht, gibt es ja mehrere Wege und Orte hier. Und wir haben natürlich noch die Leute hier. Der Götter sei Dank, diese verdammte verfluchte Zone ist verschwunden. Jetzt sollte das Geschäft wieder normal laufen. Aber diese unheilstiftenden Maulwürfe haben meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Ich kann unmöglich ohne meine geliebte Teetasse arbeiten. Ja. Die verfluchte Zone mag verschwunden sein, aber ich kann immer noch nicht weiterarbeiten. Ich muss meine Teetasse vor diesen unheilstiftenden Maulwürfen zurückkommen. Aber wie? Wer hätte gedacht, dass der Fluch so einfach verfliegen würde? Jetzt komme ich endlich über die Zugbrücke und kann nach Hause. Aber natürlich nicht, bevor ich meine Besorgung in Kusa gemacht habe. Aber es ist schwer, dieses schreckliche Geheul zu vergessen, das ich gehört hatte. Dorthin hin zurückzugehen ist kein besonders angenehmer Gedanke. Meine Frau hatte mich gebeten, ihr eins von diesen berühmten Windräder aus Kusa zu besorgen. Meine Frau wird mir Saures geben, wenn ich mit ihren Händen zurückkomme. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dieses Geheul oder eine wütende Frau. Ja, was ist mit dir? Die Taka-Ebene ist ein gefährlicher Ort geworden, seitdem der göttliche Wind aufgehört hat zu wehen. Und es kommen auch nicht mehr so viele Reisende vorbei, die etwas verkaufen. Das Handeln ist schwierig geworden. Mit einem frischen Fisch aus dem Avogadro-Wald könnte man jetzt ein Vermögen verdienen. Aber was soll es, bist du geschickt worden, um etwas einzukaufen, Hündchen? Ja, hast du neue Waren jetzt gekriegt, da wir die Ebene gereinigt haben? Natürlich nicht. Okay. Es hieß aber, dass der Typ im Wald vielleicht was Neues hat. Wenn die Brücke repariert ist. Und ja, wir haben ja eine Pseudobrücke gebaut. Deswegen gehe ich noch mal kurz zum Laden im Wald. Bevor wir weiter gucken. Und ja, das Ding würde ich gern zerstören. Aber sowohl mit der Bombe als auch mit dem Schnitt geht das nicht. Okay, der Laden war da oben irgendwo. Ich ignoriere mal die Gegner hier gekonnt. Ach ja, der Vater und sein Junge. Hallo Wölfi, hört ihr das an? Mein Sohn hat es geschafft, eine Brücke über die Stromschnelle zu bauen. Kann man das glauben? Er ist auf einmal so erwachsen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr versucht, ihn zu beschützen. Und ja, der Junge ist wieder da drüben beim Angelgebiet. Zusammen mit seinem Wuff. Den können wir nicht aufnehmen. Und füttern können wir ihn auch nicht mehr, weil wir haben ihn schon gefüttert. Oh, hallo Hündchen. Ich habe Spaß am Angeln gefunden. Ich brauche nicht mal eine Schnur oder Haken, nur den richtigen Wind zum Fischen. Willst du mich sehen, wie ich fische, Hündchen? Wie wär's mit Angeln? Ah, machen wir mal ein paar Runden. So, 4, 5 Fische können wir ja rausholen. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Jetzt lass uns einen großen fangen. Mal einfach einen Strich von der Angelrute zum Fisch. Da hat einer angebissen. Ja. Immer in die gegengesetzte Richtung, in die er schwimmt. Dann kommt er immer näher. Mist. Und wir müssen natürlich, wenn er rausspringt, S drücken. Wenn er rausspringt, ihn anpinseln.
Okay, ich habe das schon mittlerweile wieder vergessen, wie man angelt. Oh, Hilfe. Ziehe die Linie, hat der Fisch, Bewegungstasten, Kraftanzeige, Lebensanzeige. Benutze Kraftstreich, wiederhole diesen Vorgang oft genug, vielleicht kannst du einen wirklich gigantischen Fisch fangen, ja. Natürlich hat er meinen Kraftstreich mal wieder nicht genommen. Ja, den hat er genommen. Das ist mal wieder ein Flusskrebs. Los geht's, Ami. Je mehr du fischst, umso größer. Weiter so. Weiter fischen? Klar, immer doch. Ah, schnappen wir uns mal den da hinten. Da hat einer angebissen. Diesmal hat der Kraftstreich funktioniert und wir haben eine Flusskrabbel. Du bist besser geworden, aber gib jetzt nicht auf. Weiter fischen? Ja. Oh, der da sieht schön groß aus. Da hat er da gebissen. Ja. Wieder aber nur ein Flusskrebs, Mist, und der ist uns sogar entkommen. Weil mein Kraftstreich wieder mal nicht gefunzt hat. Der hat aber gefunzt. Flusskrebs, ja. Du bist besser geworden, oder? Gib jetzt nicht auf. Ja, ich habe gesagt, so 4 oder 5. Ja, da hat ein Aal gebissen. Die können wir dann nämlich auch bei dem Händler draußen verkaufen. Um ein bisschen Geld zu machen. Oh, mal ein Fisch. Süßfisch gefangen. Hm, wie süß. Okay, eine Runde noch. Ich hätte gern den großen. Ja. Ah, noch ein Süßfisch. Gut. Ich habe auch den Baum noch mit umgesäbelt da hinten. Ja. Na gut, eine Runde noch. Wenn mich ist und so anfeuert. Wow, da ist ein großer. Da hat einer gebissen. Das muss was Besonderes sein, weil die Anzeige hat sich auch ein bisschen verändert. Und er ist viel schwieriger zu steuern. Ja, das ist was Besonderes, was wir da jetzt an Land ziehen. Vor allem, er wehrt sich so die ganze Zeit. Okay, der wird anstrengend. Vor allem immer, wenn ich in den blauen Bereich abrutsche, dann erholt er sich auch immer so schnell. Oh, das ist anstrengend.
Kriege ich das noch hin? Er wechselt halt auch immer so schnell. Oh. Komm her! Oh Mann, komm endlich daher! Ja, er driftet wieder weiter ab. Oh. Ich glaube, den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht, weil er nicht will. Weil er ständig die Richtung wechselt. Da schon wieder. Und er macht es so schnell und random, das klappt nicht. Was habe ich da jetzt? Hat er aber nicht gereicht oder was? Und das war glaube ich nur ein Süßfisch. Aber ein Riesenkaliber von Süßfisch. Hör auf, dir nicht die Richtung zu wechseln. Ist doch ekelhaft. Ich gebe gleich auf, das bringt nichts. Das bringt echt nichts. Ich gebe auf. Hey, ich war aufgeregt, dass ich alles also vergessen habe. Du hast recht, wir müssen weitermachen. Oh, der Fisch, den kann man nicht rausziehen. Also, ich krieg's nicht hin. Ich hatte ihn mal draußen, aber entweder... Was für ein Empfang, wenn du Mutter darüber dankbar bist, wird sie dich belohnen. Ich hatte ihn zweimal draußen, aber mein Kraftstreck hat ihm irgendwie nichts gemacht. Die Jungs hier habe ich schon gefüttert. Hallo Welpe, die Brücke zum Dorf Kusa wurde repariert. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass mir meine Vorräte ausgehen. Ich habe heute viele Sachen zum Verkauf bekommen. Möchtest du sie sehen? Ja. Hast du... Nein, keinen Goldstaub gekriegt.
Nur Tintenstein und so weiter. Also gut. Ja gut, wir können irgendwann wiederkommen und fischen. Nebenbei Fische. Falsche Taste. Logbuch, Journal, mysteriöse Windmühle, das war's schon. Ja, Prophezeiung, Gesuchtenliste. Bestarium. Gemälde vom Wacker können sehr unterschiedlich sein, abhängig vom jeweiligen Künstler und der jeweiligen Geschichte. Manchmal jung und gut aussehen, manchmal ein alter Einsiedler. Aber immerhin von den Unterschieden, der Eindruck des Mysteriösen bleibt immer erhalten. Dieses Mysteriöse umgibt ihn und die vielen Geschichten über ihn natürlich neigen die Leute dazu, Isons Darstellung als richtig zu akzeptieren. Ja, vom Wacker haben wir jetzt zwei Einträge. Und die Spinnenkönigin halt. Fischliste haben wir hier. Flusskrebse. Und Süßfisch. Ja, wir können ein bisschen Fisch verkaufen. Wir werden wenigstens von jedem einen behalten. Einfach so als Andenken. So wie dir. Ebenso von Schätzen. So, du verkaufst Fisch. Jo. Wir möchten Fisch verkaufen. Okay, Flusskrebs ist nicht viel wert. Flusskrabbe, Flusskrebs ist mehr wert. Und der Süßfisch, der ist schon was wert. Und ja, den Riesenlachs, den kaufen wir auf keinen Fall. Wie viele Arten von Fisch gibt es denn? Viel zu viele. Was hatten wir gesagt? Das sind 15 pro Seite, also 30, 45, 43 verschiedene Fische. Gut. Alles, was wir finden, einsacken. Das sieht nach was zum Ausgraben aus. Verbraucht Bambussprößling. Knuspriges und leckeres Gemüse. Für den Magen ganz gut. Ah. Was für Gegner gibt es denn hier? Musiker, die nicht lange leben. Oh. Mist. Au, da habe ich nicht aufgepasst. So, das gibt einen Dämonenzahn für uns. Gut, in dem Kampf waren wir jetzt schlecht. Na gut, die kann ich also einfach zerschneiden, sobald sie tot sind. Dann droppen sie noch Dämonenzähne. Da, Schaden. Ja. Gut, okay.
Maulwürfe. Hey, hey, bleib sofort stehen. Wie kannst du es wagen, über unser Grund ohne Erlaubnis zu gehen? Das werde ich dir nicht durchgehen lassen. Ich bin Maulwurf von den Maulis. Mauli-Anführer. Maulwurf, ja. Das gesamte Territorium unter der Taka-Ebene steht unter unserer Kontrolle. Wir können den Leuten nicht einfach erlauben, hier herumzuwandern, wie es ihnen gefällt. Wie sollen wir uns entspannen mit Eindringen wie dir in der Nähe? Du wirst etwas von deinem Besitz hier lassen müssen, als Wiedergutmachung dafür. Du weißt, was ich meine. Dieses goldfarbene Zeug, das man in Geschäften benutzt. Hä? Oh, ich hab's. Ihr seid nur eine Horde Banditen, die Geld wollen. Nun, eher lernen Schweine fliegen, als dass du etwas von uns kriegst. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Oho, da hast du ganz schön Mumm. Auch in Ordnung, wenn das ist, was du willst. Du wirst es bereuen. Kommt, Männer. Maul ist die besondere Staubwolkenformation.